liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge Nummer 88 hier bei unserem Let's Play Minecraft 2019 Projekt. Ja, ich bin so fröhlich und ihr seht schon, wir sind immer noch in der gleichen Aufnahme-Season drin. Ich habe gesagt, komm, wir machen jetzt einfach nochmal, ganz einfach, weil hier oben Kohle in der Decke ist, die ich ganz gerne rauspolken möchte. Aber nicht nur das, ich möchte auch diese Höhle dann nochmal so weit jetzt abschließen. Draußen ist nämlich noch dunkel und wie gesagt, vielleicht kriegen wir das ja noch hin, dass wir auch die restlichen Sachen, die uns noch fehlen, wie gesagt, mitnehmen können. Wäre natürlich richtig super. So, und das war es jetzt gewesen. Leider. So, und jetzt habe ich Holz bei. Boah, bin ich verstopft. Wir sind verstopft. Also den Andesit, den können wir ja eigentlich mal so hier lassen. Was ist das da? Das ist Granit. Den können wir auch hier lassen. Und das hier können wir eigentlich auch hier lassen. Und da sind Fichtenholzbretter. Da hätte ich gerne noch eins. Da draußen war doch ein Boot, weil da kann ich mir ein Crafting Table machen und dann mache ich mir eben eine Steinspitzhacke. Warte mal, wenn da draußen jetzt... wie sieht's denn da aus? Ist aber total dunkel, ne? Oh Gott. Kommen ja gleich wieder die Monster an. Da oben ist schon eins. Ja, da ist schon eins. Sind wir da reingekommen? Ich glaube schon. Oh. Ich mache hier meine Fackel hin. So, warte mal. Dann müsste ich mich hier so nach oben stecken. Wir haben auch nicht mehr ganz so viel Material. War da gerade eine Hexe? Oh, feier. Ah, jetzt wird heller draußen. Ich höre da noch eine Hexe. Ah, ich glaube, warte mal, wie waren das? Sind 1,14er? Ich glaube, die tun einen nichts mehr, oder? Wo geht denn das da hin? Ach, ich denke, die tun einen nichts mehr. Was ist denn das hier? Ich werde bekloppt. Da war noch so ein... What the fuck, ey? Also... Ich glaube, die haben Spaß da gerade. Achso, wir haben ja gar keine Spitzhacke. Alter, was ist denn da los? Oh Gott, wir müssen aufpassen. Oh, Creeper. Oh Gott, das ist ja richtig creeperhaft hier. Oh Gott, ich muss ja verschwinden, Leute. Wir brauchen ganz schnell mal Brot. Hey, hier ist Sand. Cool, das nehme ich auch gleich mit. Mein Gott, ist ja aufregend hier. So, ich werde jetzt erstmal ganz schnell mehr den Sand mitnehmen. Bevor wir hier sterben. Coole Sache hier. Also hier ist wirklich richtig viel Action. Mag ich. Mal ein bisschen Bewegung hier in der ganzen Geschichte. Ups. So, jetzt müssen wir uns gleich mal ein bisschen um Essen kümmern, weil... Hat man da nicht noch irgendwas zu essen hier? Giftige Kartoffeln, Weizen... Hier, Mohrrübe. Das kann man nur essen hier. Wunderbar. So, dann pfeife ich erstmal eine Mohrrübe rein. Ist ja auch gesund. Ah, wir haben nämlich keine Rüstung und da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja? Also es ist eh Wahnsinn, was wir hier machen, hier ohne eine Rüstung hier rumzuturnen und durch die Höhlen zu gehen. Das ist mal wieder total Kamikaze, was ich hier mache. Aber nicht daran, ich habe gute Laune, Leute. Und ich denke, ihr merkt das auch, ne? Weil wenn ich immer so ein bisschen zickig bin oder so, ne? Dann wisst ihr mal ganz genau Bescheid. So, oh, da hat er eigentlich gar keine Lust zum Aufnehmen. Und dann muss er dann aber doch aufnehmen, weil du willst ja jeden Tag eine Folge haben. Und dann macht das immer nicht so einen richtigen Spaß. Und so ein bisschen wie heute Sonne scheint. Ja, die Sonne scheint ja aus dem Arsch. Also, da ist dann wieder so richtig Bock irgendwie. Und ja, bei mir ist es immer so eine Lustsache halt, ne? Aber wenn man das so viele Jahre macht, ich denke, da kennen einen ja schon die Zuschauer, ne? So ein bisschen. Es, zum Glück ist es ja so, dass bei mir fast immer gute Laune ist. Ich bin ja so von Natur aus eine Frohnatur. Und deswegen passt das schon. So. Wunderbar. Mal schön nochmal hier ein paar Orte hier. So ein Bio-Vibrator sich mal reinzuzwiebeln. Ja, wie viel haben wir denn da jetzt? Also hier fehlt erstmal noch ein Stückchen Holz. Dann haben wir so rein theoretisch, hier ist ja eigentlich auch Holz. Ich
hätte es jetzt am liebsten von dem Boot da mitgenommen. Aber wo wir gerade hier sind. So, dann machen wir das einfach mal so und so. So, dann wandel ich jetzt mal den um. Bekomme dafür das raus. Das ist mir lieb. Dann mache ich das so. Das schmeiße ich einfach mal weg. So. Jetzt gehe ich mal kurz hier runter. Ha, das war Sand. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier mal kurz bewerkstelligen können. So, und zwar möchte ich ganz gerne hier erstmal den Sand hier oben sortieren. So, das sind 2 Stacks, das sind 3 Stacks. Na, den machen wir noch voll auf jeden Fall. Hier, das können wir auch gut gebrauchen. Und jetzt mache ich mir erstmal eine Spitzhacke, eine kleine neue. So, das können wir nämlich so realisieren. Machen wir kurz mal Stickies. So, meinetwegen hier hin. Du kommst dahin. Wo ist es hier, Kabel? Wunderbar. So, da haben wir auch wieder eine neue Spitzhacke. Die schmeiße ich jetzt einfach mal da weg. Und den Crafting Table schmeiße ich da auch erstmal weg. So, jetzt hole ich mir mal ganz kurz nochmal. Nochmal kurz ein bisschen Sand. Was wir so richtig schön versanden tun. Haben wir. Da wird jetzt bestimmt ein bisschen auch was übrig bleiben, denke ich. Ja, Freunde, wie gesagt, also ich habe jetzt mich entschlossen, nochmal diese Aufnahme-Season nochmal einen Vierteiler rauszubringen. Das heißt also fast für eine Woche. Dafür werde ich allerdings diese Erdgeschichte dort, also diese Zwischenstreben, die werde ich offscreen machen, weil ihr habt ja gesehen, wir haben genug, da brauchen wir nicht farmen gehen. Und das ist wirklich nur eine reine Fleißarbeit, dort in den Abständen entsprechend, ja, die Streben zu ziehen. Und das ist es, was ich dann offscreen machen werde. Das kriegen wir, denke ich, hin. Jetzt sind wir irgendwie verstopft. Ist ja auch super optimal. Pass auf, dann packe ich das hier raus. Da ist mir der Sand lieber. So. Den hier irgendwann noch mit. Oh, hier ist schön viel Sand, ey. Das ist nice. Nehmen wir jetzt diesmal wirklich ein bisschen mehr mit, weil nicht, dass wir dann wieder auf einmal anfangen. Nochmal aufs neue Sand zu suchen. So, wie haben wir jetzt? 27, also es sind jetzt 4,5 Stacken. Also es müsste doch eigentlich reichen, oder? Bin ja fast der Meinung, dass das reicht hier. Na komm, da bauen wir uns jetzt mal so eine Base auf. Zack. Bin eh fast am Überlegen, ob wir uns jetzt hier nicht dieses ganze Gedöns hier, wenn wir uns jetzt so eine Truhe bauen würden. Dann packen wir das einfach mal alles in die Truhe rein. Warte mal, was war das da, Stickies? Warte mal kurz, ich hol mal kurz nochmal Holz. Wo war denn der Baum? Das war der da eh, ne? Komm, dann nehmen wir jetzt den Baum mal mit. Und dann baue ich mir hier einfach eine Truhe hin. Und irgendwann, wenn wir hierher kommen, dann freuen wir uns. Dann haben wir eine kleine Schatztruhe gefunden. Haha. So, dann nehmen wir nämlich nur das Wichtigste mit. Und den Rest, den lassen wir hier. Kleine Base bauen wir hier hin. So. Wunderträchtig. So. Ja, da staunt ihr, ne? Jetzt hier mit doppelt nachtreten und so. Ja, das sind die Jump'n'Run-Erfahrungen, die man hier so macht. Ne? Das ist immer meistens, wenn man von so einem Event kommt oder so, dann weiß man immer, oh, da ist er jetzt aber. Jetzt kann er besser hüpfen. Sag mal, wo ist eigentlich... Nein. So. Jetzt aber. So, dann bauen wir uns nämlich mal eine schöne Truhe hin. So. Und dann nochmal eine Runde rum. So. Und da auch noch. Und die nehmen wir weg. Und zack. Und du kommst provisorisch auch mal eben weg. So, und dann machen wir hier nämlich eine schöne Truhe hin. Dahin und dahin. So, und jetzt packen wir mal den ganzen Krempel, den wir nicht brauchen. Den packen wir jetzt einfach mal da rein. Das zum Beispiel hier, Bauenmehl können wir da reinpacken.
Den Diorit können wir da reinpacken. Gunpowder, naja, packen wir da auch erstmal mit rein. Die Pfeile können wir da mit reinpacken. Die giftigen Kartoffeln können wir da reinpacken. Das Weizen können wir da reinpacken. Die nehmen wir mit. So. Das nehmen wir mit. Die Schätze nehmen wir mit. Die Erfahrungsfläche nehmen wir mit. So. Ja, die nehmen wir mal mit zum Bauen. Das Schiff können wir theoretisch hier lassen. Das können wir übrigens reparieren. Ach, das geht nicht mehr. What the fuck? In der 1.14 geht das nicht mehr? Man kann das nicht reparieren? Ach, das ist ja doof. Schon wieder eine Verschlechterung. Oder brauche ich dafür den Crafting Table? Huch. Ach so, jetzt liegen ja hier noch die Teile rum. Ja, ja, mein Gott. Die sammle ich dann mal schnell noch auf. Da hinten war auch noch was. Komme schon, ich komme schon. Nicht die Cane. So, hier haben wir alles. Jetzt haben wir da einen Baum weggenommen aus Versehen. Pass auf, ich nehme einen Baum weg und dafür pflanze ich mal eben. Zwei. Drei neue hin. Das ist doch ein Deal, oder? Hui. So. Genau, das kann dann hier bleiben. Boot nehmen wir ja mit, weil wir müssen ja wieder nach Hause fahren. So, das können wir hier lassen. Die Stickies, die lasse ich auch hier. Was ist das hier? Eisenklumpen. Na gut, den können wir ja nochmal mitnehmen. Was ist das? Eisen. So, sieht ja ganz gut aus. So, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, ob man hier das im Crafting Table vielleicht nur noch machen kann. Das geht nicht mehr. Ich bin empört. So, ein bisschen Sand können wir noch mitnehmen übrigens. Nehmen wir mal hier die Reihe noch, ne? Nehmen wir das mal noch mit hier. So. Hier noch 52. Gut. 64, na gut. So, ein noch. Zack. So, das haben wir da aber ordentlich. Gut, die Schaufel ist dann eh gleich kaputt. Das lasse ich hier einfach so liegen. Das stört ja keinen so. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz, Freunde. Dort nochmal uns die Insel angucken. Vielleicht entdecken wir ja schon was Interessantes. Jetzt geht auch noch die Sonne unter. Ist hier schon irgendwie was Neues so? So neue Blumen. Da gibt es ja so Witzerblume gibt es. Und ja, ganz verrückte Sachen da. Und eine Kornblume da noch. So eine blaue. Kriegt man blauen Farbstoff raus. Finde ich cool. Ja, wir müssen jetzt aber schlafen gehen, weil jetzt ist hier, ne? Schnell mal schlafen gehen. Oh, schön am Strand schlafen, wunderbar. Zack. So, jetzt gehen wir dann nochmal kurz in die Höhle hier rein. Die war da unten nämlich, ne? Genau, da haben wir uns hier durchgemogelt. So, und hier war ja irgendwie auch schon wieder so ein Gang. Was war denn da jetzt los? Schon wieder Kohle erstmal. Hier war ja die Hexe gewesen. So, das nehmen wir erstmal mit. Und dann ging nämlich unten noch ein Gang lang, das weiß ich ganz genau. Den schauen wir uns auch gleich an. Wo es da in die Richtung geht. Wie gesagt, Fackeln, kein Problem. Da knurrt auch schon der erste Zombie. Da kommt er auch schon angewackelt. Hallo. Na, der ist auch ein bisschen verschlafen, glaube ich. Hat Orientierungsprobleme. So. Hindert mich aber nicht daran, mir nochmal die Kohle hier mitzunehmen. So, was haben wir denn hier Schönes? Höhlengeräusche. Ach, das ist hier nur so ein kleiner Kabuff hier. Okay, da war die Hexe wahrscheinlich drin und das Skelett und da haben sie da hier Radau gemacht. Gut, dann können wir jetzt noch mal kurz nach unten gehen. In den einen Stollen da rein, um mal zu schauen, was da noch ist. Und dann haben wir das Ding hier eigentlich auch soweit erledigt. Hallo Schaf, verkehrte Richtung. So, geht nämlich hier runter, genau. Da haben wir erforscht, jetzt hier wieder rein.
da runter, jetzt hier rein. Und jetzt ging es da rechts irgendwo hin, ne? Genau, weil da oben war noch Kohle und hier war das kaputt. Genau, das heißt, also hier müssen wir uns jetzt nach oben stecken. So, holen wir uns mal schnell noch die restliche Kohle. Und Erfahrungskügelchen. Also dafür, dass wir eigentlich nur Sand holen wollten, muss ich sagen, haben wir wieder volle Ausbeute gemacht. Gar nicht mal schlecht. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Also wenn man mal so in so eine kleine Höhlen reingeht, manchmal hat man da wirklich richtig Glück irgendwie. So, perfekt. Ich glaube, das nehmen wir diesmal mit hier. Falls wir uns nochmal irgendwo hochstecken müssen, schadet das nichts. So, den Rest, den lassen wir so, dann wissen wir, dass wir da drin waren. So, jetzt geht's hier nämlich noch irgendwo hin. Das gucken wir uns auch nochmal eben an. Aha. Ja, so ein Korridor. Da hinten ist wieder so ein Typ hier. Miau. Zombies klatschen in the cave. Badabababab. So, und hier, ah, okay, also da geht's anscheinend noch weiter. Na gut, dann holen wir uns erstmal das, was jetzt hier ist. Und ich esse hier mal, ich mach mal einen auf Bugs Bunny. Wer Bugs Bunny nicht kennt, der ist auch gerne Karotten. Bio-Vibrator. So, hier. Huch. So, da war nochmal hier die Kohle. Oh, schön, wir sind schon auf Level 16. Ja, gleich sind wir Level 30, dann können wir auch unsere Rüstung verzaubern und dann können wir endlich mal in diesen Tempel da reingehen, in dieses Ocean Monument. Da, darauf warten wir ja auch schon eine ganze Weile und dann werden wir erstmal die Wächter wegklatschen, wobei uns die irgendwie in letzter Zeit gar nicht angegriffen haben. Ich habe da so fast so eine Idee, dass ich denke so, die könnten ja irgendwie schon abgehauen sein, weil wir haben ja da so ein Loch reingegraben, dass sie vielleicht in die Weiten des Ozeans verschwunden sind. Das kann sein. Das ist möglich. Aber wir werden es probieren und dann sehen wir es ja. Wenn wir da abtauchen. So, dann brauchen wir Tank der Unterwasseratmung und wie gesagt, erstmal eine ordentliche Verzauberung. Weil ansonsten geht das nicht. So, dann würde ich sagen, geht's hier weiter. Ist hier noch irgendwo was? Ja, hier. Ich denke, da hinten wird aber Ende sein. Sah zumindest so aus. Aber vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen Kohle raus. So, Level 17, prima. Ja, wir haben noch 6 Fackeln. Jetzt bereue ich fast, dass wir jetzt hier das Holz nicht mitgenommen haben. Beziehungsweise die Stickies. So. Was ist hier? Ja, hier ist Ende, wie ich schon gesagt habe. Da hinten ist noch mal kurz ein... Ja, dann ist hier irgendwie... Ja, da ist kaputt. Da ist nichts mehr. Also das letzte Rest vom Schützenfest wird hier dieses Eisen sein. Das nehmen wir natürlich mit. Wobei ich hier ganz ehrlich gesagt irgendwie ein Skelettsehne noch höre. So wie ob hier noch irgendwo eine... Skelett ist. Und ich weiß nicht, ob es ein Soundbug ist oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwie höre ich hier... Also hier höre ich auf jeden Fall ein Skelett. Ich höre hier alle möglichen Geräusche. Das ist Kies. Also ich höre hier definitiv ein Skelett lang watscheln. Keine Ahnung, also hier ist zumindest nichts, wer weiß, vielleicht geht hier noch ein kleiner Gang ab oder so. Aber im Groben haben wir diese Höhle hier erforscht. Ich würde sagen, wir lassen die Fackeln auch hier. Wir haben genug Kohle dafür als Gegenleistung bekommen. Schön XPs, wir haben 17 Stück, wir dürfen jetzt nur nicht sterben. Dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen. Wobei, hat ja auch Spaß gemacht, ab und zu mal eine Höhle erforschen, das ist eine schöne Abwechslung. Und ich würde sagen, wir können uns jetzt so auf den Nachhauseweg machen. Gucken wir uns vorher nochmal kurz an, wie es da draußen aussieht. Haben wir ja Glück, ist ja gerade hell.
Hier ist die Treppe. So. Da können wir uns ja ganz kurz hier nochmal kurz umschauen. Ja, das Pferd, ne? Wir wollten uns ja um das Pferd kümmern. Wo ist denn das? Hallo Huhn. Wo ist mein Pferd? Und zwar das Gestreifte. Wo geht's denn jetzt hier wieder hin? Aha. Hier geht's auch irgendwo hin. Das ist ja ziemlich fröhlich hier, das Ganze. Ah, ich habe das Pferd gehört. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Und Leute, die Folge ist schon wieder voll überzogen hier. Ihr merkt schon, dass ich gerade richtig Bock habe, Minecraft zu spielen, weil ich hier fast jetzt jede Folge überziehe. Bin aber auch gerade dabei hier auf dem Erforschungstrip. Und ich will das alles mitnehmen. Nee, komm, wir holen jetzt wirklich nur schnell das Pferd. Das machen wir uns doch schnell klar. Zumindest will ich das mal irgendwie zähmen. Ist ja auch gerade noch hell. Jetzt müssen wir nur kurz das Pferd suchen. Wo ist denn das hin hier? Hallo. So, wir machen kurz hier ein bisschen Platz. Und zwar will ich... Nee, das Graue nicht. Und zwar das mit diesem... Mit diesem Checken. Wo war denn das? Wo ist denn das Pferd? Da hinten? Da hinten ist es, glaube ich, ne? Hallo. Ja, da ist es. Genau, das wollte ich gerne haben. Dann versuchen wir mal, ob wir das zähmen können. Oh Gott, da ist er. Oh Gott. Komm bloß weg von der Schlucht hier. Na, steigen Herzen auf? Noch nicht. Er schüttelt mit dem Kopf. Na komm, ich tue hier doch nichts. Kennst meinen Reitstil, ne? Deswegen. Jetzt, es sind die Herzen aufgestiegen. Prima, das Pferd wirft uns jetzt nicht mehr ab. Das heißt, es sollte jetzt normalerweise nicht, Mensch, wenn ich jetzt wüsste... Mit dem Sattel, ne? Wie kann ich denn das machen? Ich könnte jetzt hier einen Zaun bauen. Soll ich mal schnell einen Zaun bauen? Komm, wir bauen uns mal schnell einen Zaun. Das hier ist mir irgendwie zu gefährlich hier. Hier werden wir mal kurz einen kleinen Trick anwenden. Wir machen mal Folgendes. Ja, das ist mir auf jeden Fall lieber. Oh Mann, die Folge schlägt zu Ende. Nein, die Folge schlägt zu Ende. Ist egal, wir sind hier voll. Ist egal. So, genau. Ich wollte dieses Ding hier nämlich machen. Weil wenn wir dann runterpumpen, das ist nicht so gut. Da war Kohle, ich weiß, ich hab's gesehen. Aber ich nehme das nicht mit, weil ich will natürlich das Holz haben. Deswegen hole ich mir mal schnell das Holz. Hab ich noch nicht mal eine Axt bei. Ich fass es nicht. Ach, du bist aber auch ein hübsches. Ach, du bist aber auch schön. Ich finde ja fast sogar noch schöner. Pass mal auf, dann sperre ich euch jetzt mal kurz hier ein und dann hole ich euch dann irgendwann mal wieder ab. Wenn ich jetzt so wüsste, wie man so einen Sattel craftet, dann würde ich doch mal glatt nochmal eben so einen Sattel craften und würde mit dem Pferd nach Hause reiten. So weit ist unser Zuhause ja nicht entfernt, ne? Jetzt wird das auch noch dunkel hier. Wo ist das Pferd? Da, da. Was machst du denn da? So, warte mal, ich muss mal kurz ein Bettchen backen, hier wird dunkel, muss ja Ben gehen. So. Kack mir nicht aufs Bett. So, geschlafen hat er. Das ist gut. So, dann brauche ich jetzt als allererstes mal ein Crafting Table. So, den haben wir hier. So, dann brauchen wir als nächstes Zäune. Wird gar nicht ausreichen, glaube ich. Ne, das sehe ich jetzt so schon. Da werden wir Probleme bekommen. Wie viel gibt es immer? Dreie, ne? Also 6, 12. Reicht nicht.
Jetzt haben wir gerade mal 6 Zäune. Warte mal, wo ist denn das Ding hin hier? Hallo? Halt! Halt! Auf neue Idee. Du bleibst einfach stehen. Pass auf, du bleibst jetzt da stehen. Genau. Es muss noch tiefer. Ja, oder da rein. Zack, perfekt. Nein, bleib da drin. Nein. Nee. Bleib da, ey, pass auf, Keule. Komm. Komm her. Mein Gott, ey, warum halt ihr kein Lasso bei ihr? So. Ja, gleich haben wir's. Weil es schafft, 3 Blöcke schafft es nicht zu springen. Was ist jetzt wie gerufen? Und dann mach ich einfach den Zaun da ringsrum noch. Oh Gott, ist das hier kompliziert, ey. Na, da komm noch, das Stück. Es will da nicht rein. Jetzt ist es unten. Okay. Jetzt müssen wir ganz schnell. So. So. Ich habe es in der Freiheit beraubt. Nicht schön, aber selten. So, das ist auf jeden Fall da und ich hoffe mal nicht, dass es jetzt ja despawnen tut. Das wäre blöd. Jetzt machen wir auf jeden Fall hier nochmal schnell eine Fackel hin. Und eigentlich dürfte jetzt hier nichts passieren. Das ist auf jeden Fall drin. Gezähmt ist es. Und ja, beim nächsten Mal können wir es auf jeden Fall mitnehmen. So, mein Gott, aufregend. Jetzt gibt es hier noch so viel zu entdecken. Ich würde mich ja am liebsten hier noch richtig umgucken. Da hinten sich voll die interessanten Berge. Und da sind noch voll die anderen interessanten Pferde. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie man so einen Sattel craftet. Und zwar müsste das ja unter Sattel sein. Sehe ich da Sattel? Ich weiß, dass man den jetzt craften kann. Ich müsste ja aus Leder... War das gerade ein Sattel? Wer weiß, wie der Sattel jetzt aussieht, Freunde. Da, jetzt gibt es jetzt auch so eine Armbrust. Man kann sich auch so eine Armbrust bauen. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Also es gibt ja viele Sachen, die wir da ausprobieren können. Nur das mit dem Sattel da, das ist noch so ein bisschen unklar. Wie man den jetzt bauen tut. Was war denn das? Ach, ein Lagerfeuer. Ja, das hat bei Frau Zappi in seiner Folge gesehen. Der ist ja da schon voll dabei. Ich wollte es euch nicht erzählen, aber ich habe mir von Frau Zappi schon die Folgen angeguckt und der bastelt da schon fleißig in der 1 Dings rum hier in der Version. Und das sind alles hier zum Beispiel der Komposter und so. Also da gibt es ganz viele Sachen, wie gesagt, die neu sind. Also ziemlich interessant. Nur allerdings ist der Sattel nicht da. Warum, weiß ich nicht. Schade, dass man hier noch nicht suchen kann. Aber Pferderüstung ist generell noch nicht hier so drin, ne? Weil das müsste ja eigentlich bei Rüstungen sein. Die Rüstungsteile, die sind ja hier. Oder ich habe den jetzt gerade übersehen. Das kann auch sein. Weil ich weiß, dass man den Sattel craften kann. Ich sehe ihn aber nicht. Naja, gut. Da hilft zur Not ein Blick in die Minecraft-Wiki. Und dann sollte man das eigentlich hinbekommen. So 12 von 12. Ich sehe den Sattel nicht. Gut, ist egal. Boot haben wir. Wir haben volle Taschen, Leute. Wir haben nochmal richtig abgesahnt, indem wir da in diesem Schiff drin waren, in diesem Schiffswrack. Wir haben unten, wir haben Pferd. Wir haben nochmal ordentlich Kohle und Eisen mitgenommen. Sand mitgenommen. Also wir haben wirklich richtig losgelegt. Richtig nice. Und ja, wir werden jetzt hier einsteigen ins Boot. Und abdüsen nach Hause. Wir sind jetzt wieder bei 30 Minuten. Das heißt, der vierte Teil geht genauso lange wie der erste. Und zwischenzeitlich hatten wir noch mal eine halbe Stunde so auf. Erzähl mir jetzt nicht, hier ist ein Ocean-Monument. Was ist das? Leute, die Folge ist schon längst zu Ende, ey.
Nein, die Folge ist zu Ende und ich schwimme immer noch rum mit und mach so was. Ey, ich suche schon wieder irgendwas. Oh Gott, das gibt's. Ach du Scheiße. Leute, habt ihr das gesehen? Da ist auch irgendwas noch. Wir müssen das auf jeden Fall markieren. Wir müssen hierher kommen. Ich habe jetzt eh keine Spitzhacken mehr. So. Nein! Und wir haben noch nicht mal mehr Fackeln. Scheiße. Aber doch, wir können uns schnell eine Fackel bauen. Ey, die Folge ist schon längst zu Ende. Aber es interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, ne? Mein Gott, bin ich heute fröhlich. Ich merke das gerade, wie fröhlich ich bin. Ha, ich bin so fröhlich. Ha, wo ist denn mein Boot? Da. Leute, wir haben schon wieder was gefunden hier. Guckt euch das mal an. Hier sind Anomalien hier unter Wasser. Irgendwelche komischen Gebäude. Da ist bestimmt auch noch was voll Geiles drin. Und man sieht es auf jeden Fall. Okay. So, jetzt aber auf jeden Fall gen Heimat. Ich hoffe, die Richtung, die ist... Wieso steige ich denn hier aus? Ich wollte eigentlich in den Kompass gucken. Ja, die Richtung ist richtig. Rein theoretisch müssten wir nur geradeaus fahren. Und dann müssten wir eigentlich ankommen zu unserer Heimat. Und beim nächsten Mal sollten wir das relativ schnell wieder finden. Wir müssen auf jeden Fall einen Sattel mitnehmen. Das müssen wir auf die To-Do-Liste schreiben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sattel. Und, ja, einen Kompass natürlich, ist klar. Und dann wollen wir mal gucken. So, und jetzt schalte ich euch wirklich aus, sobald wir jetzt zu Hause sind, sodass ihr seht, dass wir sicher gelandet sind mit unseren stolzen 17 Level. Fehlt also nicht mehr ganz so viel, noch die Hälfte. Dann sind wir Level 30 und dann können wir auch endlich wieder schöne Level 30 Verzauberungen machen. Prima. Ja, sieht zwar noch nicht ganz so schön aus, aber es läuft wesentlich stabiler. Finde ich super. So, ich glaube, wir müssen auch abbiegen langsam. Dann werden wir ausgebremst. So. Da ist unser Dorf. Hoffentlich findet da jetzt nicht gerade ein Raid statt. So, pass auf, jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt werde ich das Boot hier, so wie wir beschlossen haben. Wir lassen das Boot jetzt hier. Nehmen das zweite Boot mit, das jetzt nicht mehr da ist. Ah. Pfui, Teufel, ihr seid immer noch beschäftigt, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Was für versaute Villager. So, jetzt gehe ich einfach mal hier lang. So, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Komm. Da hinten ist unsere Butze. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Die Taschen sind voll. Wir haben nochmal richtig ordentlich mitgenommen. Ordentlich Loot bekommen in dem Wrack drin. Ja, ganze Schatztruhe voll. Wir haben Sand mitgenommen. Geil, Leute. Geil. Wir haben richtig viel mit. Nein! Hilfe, da war ja hier so eine Fata Morgana. Ja, eine Anomalie. Ein Zeitriss in der Dimension. Schaut euch das an. Die Taschen sind voll. Prima. Jetzt bin ich auch wirklich fertig und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Water Cave Crafter.